Also ein Walmart sieht aber auch nicht schlecht aus, wenn man den im Dunkeln da hinten sieht. Ab. Immer geradeaus. Ja. Ist ja auch ein weit verbreiteter LKW, ha? Mhm, merke ich. Und dieser Interkontinental, oder was ist das? International. International, ja. Fahren auch viele rum. Ja. Immer geradeaus. Du bist ja jetzt ganz geisteskrank. Breitliner hast du gar nicht so viele. Es ist mehr so eine Nobelmarke, als manchmal den Eindruck. Na, dein Peterball haben sie auch noch hier. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Oh ja, da war ein LKW, aber ziemlich derbe mit einem Auto gerammt, ne? Der LKW steht so mit dem Hänger in der Einfahrt vom Haus. Wie, hat Manni zugeschlagen? Ja. So ein Brief. Hat er auch schon mit den netten Rennen. Ich bin schon lange weg. Kann's nicht gewesen sein. Weißt du, Manni, das war es nicht du, das war dein Beifahrer Zuckel, der dann ausgestiegen ist und das verursacht hat. Deswegen, du bist schön frei draus. Oh, er hat denn da genießt wie ein Meerschweinchen. Nimm die Ausfahrt rechts. Wir haben gefragt, wer hier genießt hat. Ich habe nur gesagt, dass du das warst. Der Heilige Geist, der Mistkäfer, der Heilige Mistkäfer, der kann es auch gewesen sein. Deswegen stinkt das hier so. Einseitige Wiegestation hier. Und klappt Entchen mit dem Hänger? Ja. Du hast den ohne Nachläufer gerade, ne? Ja, ich habe gerade noch dieses freie fertig gemacht, dieses verbrechliche Fracht frei. Ja, okay. Also, das Level hat gerade so gepasst. Ne? Ja, guck, es wird ja laufend besser. Wenn du alles fahren kannst, dann wird es wesentlich einfacher. Ja. Das habe ich übrigens als erstes gelernt, dass ich jede Fracht fahren kann. Ich glaube, ich habe ganz am Anfang gelernt, dass ich einmal ein bisschen weitere Strecken machen kann. Und danach habe ich konsequent erstmal alle 6 Frachtarten gelernt. Und dann das andere. Danach weiterfahren und nach weiterfahren und alle Fracht, dann den Rest immer so gleichmäßig. Aber das war das Wichtigste, dass man wirklich alles fahren kann, damit du dann nicht so beschränkt bist auf einzelne Aufträge, ne? Ich habe da eh noch einen Nachfolger dann. Ja, das dauert ja am Anfang auch ein klein bisschen, bis man da so die Sachen frei hat. Mit dem wir auf ATS gespielt haben, der hat hier jetzt mal ganz schnell ATS noch mitgenommen. Ah, okay. Jetzt will er es wohl wirklich mal wissen wieder. Ja, gut. Ist doch gut. Gut, ich habe auch noch einen Klugscheißer dabei, der lacht bei jeder Scheiße, aber... Der Lackschuhpacker. Der gibt immer an, was er alles kann, aber wenn du dann unter Beweis haben willst, dann weicht er weg. Ja, also hätte vielleicht große Klappe nichts dahinter. Ja. Ja, okay. Das also so wie Zucke. Ja, genau. Weil der Beweis will immer alles nur können, aber was kann er nicht gar. Das ist genauso wie bei The Hunter, hat er mit jemandem hoch da, ja, der kann es besser. Und hat ihn mit das Spiel runtergeladen. Ja, okay. Du, ich will gar nicht, ich brauche gar nicht alles besser können, ich will dabei Spaß haben.
Das ist ja das Richtige. Es kommt doch nicht drauf an, wer als erstes da ist, wer am besten das abgegeben hat, das ist sie doch nicht. Es geht einfach nur zusammen als Gruppe Spaß. Ja, das ist so ein kleiner Aufschneider. Da habe ich gestern und vorgestern gesagt, und nicht nur lachen und Scheiße labern, auch mal beweisen, dass man es kann. Ja, dann muss ich das und das noch rausnehmen und dies und das aufschreiben und immer weiter ausgewichen. Ja. Tja. So, ich sollte mir mal eine Tanke suchen. Wie geht's denn im Tank? Oder mehr Wodka trinken. Ja gut, braucht ja nur im Tank zu pissen da, ne? Ja, ich muss mal gleich eine Tanke suchen. Gucken, wo auf der Strecke eine ist. Boah, irgendwann auf der Strecke taucht auf jeden Fall einer auf. Nur wann? Ja. Ja, noch ein bisschen. Was denn? Was taucht dann auf? Irgendwo eine Tanke, muss ich mal gucken. Habe ich aber gerade gefunden. Also bis dahin sollte ich noch beschleunigt kommen. Ja. Ein bisschen weiter, wenn du auf die Interstate 90 wechselst, da kommt auch noch mal eine. Nee, und eine Werkstatt. Könnte ich eigentlich, wenn ihr seid ja eh ein bisschen weiter hinten, da könnte ich ja bei der 90 mal eben rausfahren und zur Werkstatt fahren. Wohl eigentlich 2% LKW, das geht ja noch. Ich fahre mit der 11% jetzt auch nicht raus und alleine nicht bei dem Hänger. Außer ja, das ist eine schön große, dann sieht das anders aus. Ja, richtig. Wenn das schön groß aussieht, dann bin ich dabei. Das ist außerhalb einer Stadt. Also das könnte, wenn das nämlich nur so ein Rastplatz außerhalb ist, dann könnte das schön groß sein. Also bei der Tanke hier, da muss Entchen die Ausfahrt gleich rechts nehmen, um überhaupt rausfahren zu können, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja, wenn da nämlich weiterkommt, bist du kommt der... nicht an die Tanke. Wenn er noch ein, wenn das noch ein bisschen weiter schafft, kurz danach kommt noch eine, da wo ich jetzt hin unterwegs bin. Und die dürfte wesentlich angenehmer sein. Ja, ich versuch's mal. Vielleicht kriegt er die Federn dann gezogen. Naja, wenn ich, dann muss ich gucken. Da gibt's Abschleppdienste. Ansonsten, beim Abschleppdienst kannst du ja nachtanken, das funktioniert ja auch. Ruf ihn, mach ihn fertig, mach ihn alle. Dann kriegst du so viel Sprit, dass du doch zur Tanke fahren kannst, so ungefähr. Ja, wenn ich das jetzt wüsste, wie das aussieht, ich riskiere es mal. Ich fahre hier raus, Manni, ne? Hoppen, das sieht eigentlich ganz gut aus. Tankstelle sieht schon mal schön groß aus, die hier ist. Da bei mir jedenfalls hier hinten. Das ist eine richtige... Ja, ich habe euch ja quasi schon im Blick gehabt. Ja. Ich bin ja nur ein paar Kilometer hinter. Ja, wenn ich merke, dass kein Zug mehr kommt, dann weiß ich, dass der LKW hier nicht mehr fährt. Sonst drück auf mehrmals I. Du hast ja so eine Digitalanzeige in der Mitte. Wenn du I drückst, dann wechselst du durch. Und wenn du irgendwas mit Distanz siehst, dann bist du richtig. Aber sowas schon durchgezogen. Wenn der LKW keinen Zug mehr hat, was soll das denn heißen? Was, wenn da gar keine Bahnschienen liegen? Ja. Dann hat der keinen Zug mehr. Ich bin ja schon, wie gesagt, der ist ja noch nicht auf dem letzten Tropfen. Truck West irgendwas. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Hier rein da.
zur Werkstatt. Okay, lass uns eine neue Route finden. Oh Gott. Da haben wir auch das letzte Loch ausgesucht für, oder? Ah, nee. Ja, oh, die ist schön groß. Da kann man hinten schön in Ruhe wieder rausfahren. Okay, dann komme ich raus. Oh, also die Reparaturwerkstatt, die ist schön, Patrick. Die wird dir gefallen. Ja, aber jetzt stehe ich auf der Autobahn. Scheiß Bremser. Notfalltank. 30 Minuten. Scheiße. Das ist jetzt ein Moment. Im letzten Moment hat er mich doch verlassen. Weil ich geht ja voll in den Handanker. Ja, mit dem Tank komme ich jetzt bis zur Tanke und dann hoch. Ja, hier ist alles auch schön. Ich wollte tanken, aber da war noch nicht leer. Der kam ja unterwegs aus. Und die Innenabfahrt, die sah so scheiße aus, da wollte ich nicht raus. Oh, da ist aber einer noch am Tanken, du. Ich mache jetzt die Sprittankstelle leer und dann ist gut. Kriegt keiner mehr Sprit. Da kommen wir noch ein paar unterwegs. Hey, Mr. Starbuck. Lass dich erstmal durchfahren, hinten rein. Ja, ich habe gerade gesehen, weil wie ich gerade angesetzt habe zum Reinfahren, standst du noch und auf einmal wolltest du. Ja. Ja, gut, ich finde das eigentlich gut gemacht mit dem Bogen hier. Da kommst du eigentlich relativ gut rein und raus. Jo. Ich habe das mal genutzt, um meine Lackierung jetzt wieder für den Wald anzupassen, ne? Ach, du bist weitergefahren. Ach, du bist ganz da unten gedreht, an der Waage sogar. Ja, genug Platz. Ja, stimmt. Boah, das war Ihnen jetzt nicht. Vor allem, ich brauchte nicht von Geschwindigkeit runtergehen. Ich konnte locker so zwischen 25 und 30 Sachen da rumfahren. Ja, stimmt. Das. So was hatte ich gar nicht gedacht. Ja, dann wird es ja noch einfacher. Oder? Ja, das Plastik zieht nicht. Die Unterlage will nicht festhalten, den Saugnapf. Den Saugnapf. Ja. So, ich habe jetzt jedenfalls die Lackierung für den Wald schon mal drauf. Repariere. Na, hast endlich aus deinem Hänger auch die Minus-Dinger raus? Die was raus? Das Minus. Wieso Minus? Du weißt doch, wo die Hänger konntest du doch nicht reparieren, weißt du das noch? Der hat jetzt 0% Schaden. Scheint okay. Raus zu sein, ja. Es gab ja kleine Updates. Aber jetzt, wo du sagst, ich habe umlackiert, ich musste wieder... muss wieder meine Dings einschalten hier. Mein Licht, ich hatte ja Licht aus dadurch jetzt. Das Einzige, wo ich drauf verzichtet habe, dem Hänger eine andere Farbe zu geben. Da bin ich traditionell bei Blau geblieben. Ich glaube schwarz, ganz normal. Aber da ist ja offiziell eigentlich auch schwarz, ne? Hast gesehen? Komme ich hier in eine Telefonzelle. Hast gesehen, Manni? Ich habe wieder auf die Armeefarben umgestellt. Musst du raus zum Wiegen? Ich fahre mal vorsichtshalber raus. Okay, ja, dann fahre ich jetzt den Bogen. Ich kann ja durchfahren.